Ja, liebe Freundinnen und Freunde, gestern kam passend eine Pressemeldung der Bertelsmann Stiftung. Unser Schulsystem muss nicht nur besser, sondern auch gerechter werden, bewertet Dr. Jörg Dreger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, die Ergebnisse der jüngsten repräsentativen Umfrage, die von Bertelsmann in Auftrag gegeben worden ist. Eltern halten Schulen in Deutschland für ungerecht und monieren, dass es zu wenig Unterstützung für bildungsferne Familien gibt und zu wenig individuelle Förderung. Und das sind nicht nur die Eltern an Hauptschulen und Realschulen, nein, es sind zu 49% auch die Eltern an Gymnasien. Das ist nochmal die aktuellste Bestätigung für unser Vorhaben, die innere und äußere Schulentwicklung konsequent mit den Beteiligten vor Ort anzupacken. Und so wie wir das Konzept als Grüne konsequent entwickelt, immer wieder diskutiert und schließlich gemeinsam beschlossen haben, so haben wir das nun gemeinsam in den rot-grünen Koalitionsvertrag geschrieben, dort verankert. Und es wird nach Regierungsbildung durch eine grüne Bildungsministerin Silvia Löhrmann umgesetzt werden. Seit Beginn der Koalitionsverhandlungen bringen sich Kommunen und Schulen in Erinnerung, die auf eine Genehmigung ihrer Konzepte des längeren gemeinsamen Lernens in Gemeinschaftsschulen dringen. Sie wollen ein besseres, ein gerechteres Schulangebot vor Ort verwirklichen und ihren Schulstandort sichern. Und wir werden Ihnen das über eine bereits vorhandene Klausel im Schulgesetz ermöglichen und schnellstmöglich ermöglichen und Sie natürlich auch dabei unterstützen. Wir lösen jetzt die Reformblockade im Schulsystem in Nordrhein-Westfalen. Einer der wichtigsten Sätze, die in unserem Vertrag steht, legt fest, dass die Demografieeffekte im System bleiben werden. Damit kann die Qualitätsentwicklung unterstützt und es können die Unterrichtsbedingungen verbessert werden. Damit wollen wir den Schulleitungen, beginnend mit den Grundschulen, mehr Leitungszeit geben. Der abgewählte schwarz-gelbe Finanzminister Linsen wollte übrigens die Demografieeffekte kassieren. Da wurde eine kapitale Lehrerlüge vorbereitet. Eine Lehrerlüge, die ergänzt wird durch eine aktuelle Lehrerlücke von 1100 Stellen, die aufgedeckt wurde. Und dann ist da auch noch der Skandal, dass Hunderten von potenziellen Lehramtsanwärterinnen von schwarz-gelb zum neuen Schuljahr die Tür vor der Nase zugeschlagen worden ist. Wir werden beides nacharbeiten und dafür sorgen, dass die frisch ausgebildeten Lehrerinnen von der Hochschule in die Schule kommen. Wir haben mit der SPD vereinbart, in einer kleinen Schulgesetznovelle die Kopfnoten wie die verbindlichen Grundschulgutachten, die die Grundschullehrerinnen längst nicht mehr bedienen wollen als Selektionsschrauben, schnellstens abzuschaffen, die Drittelparität wieder einzuführen und den Kommunen Grundschulbezirke wieder zu ermöglichen. Die neuen Gesamtschulen bekommen den Ganztag. Die Grundschulen mit offenem Ganztag werden von der Anhebung der Pauschalen profitieren. Und auch Schülerinnen, Eltern und Kolleginnen der Gymnasien erhalten noch einmal die Möglichkeit, das G9 anzubieten. Und außerdem, das ist der wichtigste Punkt, mit wir wollen dafür Sorge tragen, dass möglichst keinem Kind mit Behinderung der GU vorenthalten wird. Dort, wo Eltern den GU gemeinsamen Unterricht wünschen, dort soll er stattfinden. Wir werden die Notfälle auf jeden Fall versuchen, auch zum kommenden Schuljahr aufzulösen. Und wir werden das Recht auf inklusive Bildung gemäß UN-Konvention gesetzlich verankern. Das alles ist Bestandteil dieses Vertrages. Und ich fordere vor allen Dingen CDU und FDP auf, die Schulkriegsrhetorik zu beenden. Sie sollten sich mit der Linkspartei an einem Prozess der Konsensfindung in der Schulpolitik beteiligen, zu dem wir ausdrücklich noch einmal einladen, anstatt laumännisch in der Gegend herumzupoltern. Liebe Freundinnen und Freunde, auch im Hochschulteil des Koalitionsvertrages können wir mit dem Verhandlungsergebnis wahrlich sehr zufrieden sein. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Studiengebühren zum Wintersemester 2011 abgeschafft sind und, das ist besonders wichtig, die Hochschulen eine gesicherte Refinanzierung haben. Und das ist der Unterschied zu Hessen, wo sich Roland Koch zwar nicht mehr getraut hat, die Studiengebühren wieder abzuschaffen, aber den Hochschulen danach die Haushaltsmittel gekürzt hat. Die Verbesserung der Studiengebühren und der Lehre muss gesichert werden. Deshalb kann es keine populistischen Schnellschüsse geben, wie sie die Linkspartei fordert. Und wir werden nicht nur die finanziellen Zugangshürden beseitigen, sondern auch den Hochschulzugang insgesamt öffnen, damit mehr Menschen in NRW ihre Potenziale entfalten können.
Die Korrektur des Bologna-Prozesses mit der Reduzierung der Stoffhülle und Prüfungsdichte sowie der Anwesenheitspflichten und der Arbeitsbelastung ist überfällig. Dieser zweite Baustein im Koalitionsvertrag wird sich positiv auf Studierende und Beschäftigte an den Hochschulen auswirken. Und es gab in der Tat bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag ein großes Einvernehmen darüber, das Hochschulgesetz zu novellieren. Und das neue Leitbild wird die Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung und die demokratische Mitbestimmung sein. Und deswegen auch noch mal zum Thema Hochschulrat. Sie werden nicht in Ihrer Funktion belassen werden. Sie sind nicht mehr diejenigen, die an Hochschule das Geschäft bestimmen. Beratende Menschen können wir in der Hochschule gebrauchen, aber diese Konstruktion mit dem Hochschulrat, die wird es in Zukunft nicht mehr geben und das wird in der Hochschulgesetznovelle dann auch vorhanden sein. An dieser Stelle erlaube ich mir, der Grünen Hochschulgruppe in Paderborn zu den Stupa-Wahlen zu gratulieren, die dort als größte Gruppierung einen fulminanten Erfolg errungen haben. Gerade haben die Hochschulen die Verpflichtung zum Ausbau der Studienanfängerplätze im Rahmen des Hochschulpakts II unterschrieben. Und wir werden die Umsetzung begleiten, damit gerade auch für den doppelten Abiturjahrgang die Plätze zur Verfügung stehen. Das Schauspiel im Bundesrat gestern zum Stipendienmodell, das dort durchgedrückt wurde, das ist genau das Beispiel, warum wir diese abgewählte Landesregierung nicht mehr geschäftsführend gewähren lassen dürfen. Es geht bei Schwarz-Gelb, gerade auch an den Hochschulen nach dem Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben. Und damit werden wir jetzt Schluss machen. Die BAföG-Empfängerinnen bleiben in der augenblicklichen Situation im Regen stehen. Wir werden Druck machen, dass die Erhöhungen jetzt aufgesetzt werden und dass sich der Bund entsprechend beteiligt. Liebe Freundinnen und Freunde, es lohnt sich zuletzt noch ein Blick auf die Vereinbarungen in Bezug auf die Forschung, denn wir wollen Vorreiter sein in NRW, wenn es um Stärkung nachhaltiger Innovationen geht, zum Beispiel um Energie- und Ressourceneffizienz, um Klima- und Nachhaltigkeitsforschung, aber auch um Bildungs- und Sozialforschung. Wir haben gemeinsam miteinander vereinbart, dass wir die Lehrerausbildung novellieren wollen und sie in Zukunft schulformunabhängiger sein wird. Und die Dauer des Referendariats schreiben wir auf 18 Monate fest. Das muss unbedingt sein und das werden wir allen auch zusichern. Das Verhandlungsergebnis, das ich hier nur in groben Zügen für den Bereich Schule, Hochschule vorstellen kann, spiegelt in hohem Maß das grüne Wahlprogramm. Ich danke besonders Ruth, Arndt, Katja und auch Silvia für die Zusammenarbeit in der AG. Und ich bitte euch um grünes Licht für die Umsetzung in der Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen.